Also diesmal ist wenigstens keiner besiegt. Aber hier irgendwas für Vergift-Hyperheiler da oben nur. Ja. Nehmen wir den Hyperheiler. Ja, und das passt so. Moment, das ist der Drachenheini. Anni hat auch noch eine Fee-Attacke. Sollte also kein Problem werden. Siegfried! Siegfried ohne Reue. Drachen-Pokémon sind mystische Lebewesen, Gegenstand zahlreicher Legenden. Sie lassen sich nur schwer fangen und trainieren. Doch die Mühe lohnt sich, denn gut trainierte sind nahezu unbesiegbar. Doch sind besiegbar. Durch Feen und durch Eis. Ihre Körper sind derart robust, dass halbherzige Angriffe einfach an ihnen abprallen. Abwarten. Lass uns langsam anfangen. Nö, wir kneifen nicht. Hättest du wohl gern. Simon. Komm mal eine Kopfnuss drauf. Da wäre mir jetzt gerade ein Dragonair lieber gewesen. Ah, zurückgeschreckt. Perfekt, nochmal. Sehr schön. Aerodactyl, das nehmen wir auch noch mit. Lupfsauger. Ja, Batterieleistung lässt nach. Eigentlich wollte ich gleich nach den Top 4. Den Pokédex voll machen, aber ich glaube, das müssen wir bald auf dem anderen mal verschieben. Dann würde ich vielleicht gleich, wenn er Lust hat, doch den neuen Controller mal live an der Zeit probieren und einen Run Super Mario 64 hinlegen. Was haltet ihr davon? Gyarados. Da nehmen wir Pinky. Du bist gleich im Bett. Ja, du hast ja morgen Uni. Joaquin wäre dabei. Das klingt schon mal gut. Du wirst dich auch ins Bett legen, Lukas. Oh. Ihr könnt mich doch ja nicht mit Dovahkiin allein lassen. Das ist ja ganz gemein zu mir. Klurak. Nee? Ja. So. Lupfsauger. Bin doch nicht allein. Du willst wenigstens doch Bill besuchen, Judy. Judy. Oh. Ich verhasse mich ständig bei deinem Namen, weißt du? Das ist schlimm. Flaron hilft mir also gegen Dovahkiin. Gut.
Weiter so. Schönes Ding. Anni erreicht Level 60. Sehr gut. Jetzt kommt Dragoran. Ja, Zungenbrecher. Glitzersturm gegen Dragoran. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wutanfall. Hui. Was, du willst gleich einen Clip machen, Flauern? Okay. Yes. Da geht er dahin. Ah. Pinky erreicht Level 53. Meisterlicher Pokémon-Trainer. Schwer zu glauben, dass sich mein Drachenheer an die an dir die Zähne ausgebissen hat. Damit bist du ab sofort der Champ der Pokémon-Liga, Lori? Naja, nicht wirklich ab sofort. Denn bevor ich dir zum Titel gratulieren kann, wartet noch ein letzter Gegner auf dich. Und zwar... Professor Eich, Lori, mein lieber Scholli. Seit wann drückt er sich so aus? Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg über Siegfried. Das war nicht ohne. Nanu, was schaust du denn so verdutzt aus der Wäsche? Haha, perfektes Timing, Professor. Lori, der letzte Gegner im Kampf um den Titel des Champions ist... Trommelwirbel... Professor Eich. Nein, das war natürlich nur ein Witz. Geil. Der Gegner ist Flaron. Ah. Super. Er war dir eine Nasenlänge voraus und hat uns die Top 4 bereits vor dir bezwungen. Momentan ist er der amtierende Champ. Noch. Der Pokémon-Liga. Ganz richtig. Bisher wurden Trainer nach dem Sieg über die Top 4 einfach nur als Champ gefeiert. Aber ab sofort wird der Champ auch zu einem offiziellen Teil der Pokémon-Liga. Das ist auch der Grund, weshalb der Professor uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Er möchte nämlich der Krönung des neuen Champs höchstpersönlich beiwohnen. Und wer würde sich für diesen aufregenden Zweikampf um den Titel besser eignen als Lori und Flaron? Immerhin habt ihr beide Team Rocket das Handwerk gelegt. Nun denn, es ist soweit. Stürzt sich in den Entscheidungskampf. Erstmal nochmal heilen. So. Hier kriege ich direkt einen Top-Trank. Und das Elixier. Wartet mal, er hat vorhin als erstes mit einem Tauboss angegriffen, ne? Wird er wahrscheinlich auch immer noch haben, daher nehme ich Pinky als erstes. Ja, cooler Boy, wirft den Pokéball. Flaron, mach hier keine Show. Lori, ich bin froh, dich hier zu treffen. Ich hab's geschafft. Ich hab die Top 4 besiegt und bin jetzt der neue Champ. Du erinnerst dich doch sicher noch an das,
was uns der Professor erzählt hat, oder? Als frischgebackener Champ muss ich mich jetzt in der Pokémon-Liga jeder Menge Trainer stellen, um meinen Titel zu verteidigen. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass du mein erster Gegner bist. Es gibt keinen Trainer, dem ich lieber zeigen will, wie weit ich es gebracht habe. Zeit für den Titelkampf, Luri? Jetzt geht's rund. Die Show beginnt. Beginnt. Schöpflaron fordert dich heraus. Powers, ja, wie eben. Kein Problem, Pinky. Ach, ein Megatauros. Okay. Ruckzucki. Boom. Und Donnerschlag. Hitzewelle. Wieso kann Taubers Hitzewelle? Naja, egal. Weg ist es. Das war ein Mega-Pokémon. Tiflor. Da habe ich auch eine passende Antwort. Tibo. Der Tiblis macht jetzt Giflor alle. Frag mich, wie lange der Joy-Con jetzt noch hält. Jetzt echt mies, wenn er mitten im Kampf jetzt ausgehen würde. Okay. Wow. One-Hit. Sehr schön. Yay, Tibo ist Level Up. 58. Ready erreicht Level 39. Genesung. Ah, das ist gut. Ey, das wäre so übel. Beschrei's nicht, Lukas. Wenn jetzt vielleicht hier ein Softwarefehler oder sowas käme, glaube ich, würde durchdrehen. Lamos. Boah, ich bin echt nicht mehr ganz. Nee, okay. Pinky. Ja, Lukas. Warum? Weil Gedankengut keinen wirklichen, keinen Schaden macht. Ja, Papa Schuf muss jetzt schneller sein. Also schneller wie Lamos soll es ja auf jeden Fall sein. Und direkt Lamos One-Hitten, bitte. Nein, nicht. Boah. Verdammt. Das war's mit Gengar. Der Schlumpf ist weg. Außer also, gibt's das nicht noch als TM? Dann kann ich es doch eh wieder beibringen. Och, no. Lamos geht mir echt auf den Nerven. Surfer.
Ich nutze halt, hab's bisher mal genutzt, um Gegner möglichst zurückschrecken zu lassen. Knogger, gut, da kann sich Anni wieder KP auffüllen. Lupsauger. Super ausgewichen. Ja, gibt Schlimmeres, Lukas. Nochmal wurde besiegt. Schön. Galoppa. Nee, lass mal Evoli, also Anni draußen. Lupsauger? Drei Pokémon noch. Mal komm. Ah, wieder Flammenblitz. Letztes Pokémon. Raichu. Ich nehme erstmal Tibo. Ja, mecker noch mehr na hier, du Joy-Con. Super, Feuersturm trifft auch. Gleich zweimal hintereinander trifft die Attacke auch noch. Ist klar. Bei mir eben gar nicht getroffen. Nö. Warum auch? Da. Pulsieraura. Blitzer als letztes, okay. Frag mich, woran das genau liegt, dass welche Evoli-Form der dann hat. Der Gegner bei deiner Version. Nee, komm, ich setze jetzt erstmal einen Top-Trank ein. LOL, und der setzt Top-Genesung ein. Vielen Dank, schön, dass du da warst und danke für den Follow. Bis die Tage. Yay! Wir haben Flareon besiegt. Okay, ich gebe es ja zu. Luri, du bist der stärkste Trainer der Welt. Danke, Flareon. Kann das mal kurz jemand klippen?
Oh Mann, das war's wohl mit meinem Siegeszug durch die Pokémon-Liga. Jetzt bist du der neue Champ, Luri. Hat zwar nicht lange gedauert, bis du mich vom Thron gestoßen hast, aber immerhin habe ich jetzt ein neues Ziel, auf das ich hinarbeiten kann, dich zu besiegen. Luri! Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt der neue Champ der Pokémon-Liga. Du hast viel dazu gelernt, seit du dich damals mit Evoli auf den Weg gemacht hast, um den Pokédex zu vervollständigen. Aus dir ist ein erfahrener Trainer geworden, ich bin sehr stolz auf dich. Laura, und auch dir gilt meine aufrichtige Anerkennung, dass du bis zuletzt gekämpft hast und nicht einen Moment daran gedacht hast, das Handtuch zu werfen. Als ich dir beim Kampf über die Schulter gesehen habe, war für mich ganz deutlich zu erkennen, wie sehr dir die Pokémon und Lugia am Herzen liegen müssen. Ah ja. Ich fürchte, deshalb hast du dich zu sehr zurückgehalten. Ist klar. Deine große Stärke hat sich in diesem Kampf also möglicherweise als Schwäche erwiesen. Haha. Aber wie dem auch sei, ihr beide habt wirklich einen hervorragenden Kampf abgeliefert. Danke, Professor. Luri, du hast verstanden, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war, ja? Deine unvergleichliche Beziehung zu deinen Pokémon hat dich dahin gebracht, wo du bist. Na gut, dann komm mal mit. Herzlichen Glückwunsch, Louis. Das hier ist die Ruhmeshalle, in der alle Champs der Pokémon-Liga sowie ihre Pokémon für ihre Heldentaten ausgezeichnet werden. Wenn ein Trainer mit seinem Team in die Ruhmeshalle einzieht, werden ihre Namen bei einer feierlichen Zeremonie verewigt. Luri, du hast hart gekämpft, um die Herausforderung der Pokémon-Liga zu bestehen. Um das zu würdigen, wirst jetzt auch du zusammen mit deinen Pokémon hier verewigt. So, Glückwunsch, vielen Dank. Gut, ich werde jetzt den Joy-Con mal wieder anhängen, werde hier eben mal ein bisschen umbauen. Und dann starten wir gleich nochmal mit einem Lauf Super Mario 64. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao! Gute Nacht, Jurulde.